Im heutigen Video gehen wir einmal den Prozess durch, den wir auf Moonradar verwenden, um systematisch Altcoin-Projekte zu identifizieren und auch zu bewerten. Das heißt, an 5 konkreten Schritten gehen wir einmal zusammen die Bewertung vom Altcoin-Projekt Casper durch. An diesem Beispiel machen wir das, weil, ihr werdet gleich sehen, warum, die Rendite ist krass, was steckt dahinter, begleitet mich, wer auch einen Prozess für Altcoin-Bewertung finden möchte. Viel Spaß im Video. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum Casper? Ich kann euch genau sagen, warum Casper. Und zwar ist das auch eine Stärke oder was wir jetzt sehen, wie man möglicherweise explodierende Altcoins finden kann auf Moonradar. Casper habe ich nämlich jetzt nicht durch diesen Standardprozess gefunden. Wir zeigen ja immer hier die Ranking-Outperformer, dann werden Analysen gemacht von Nutzern und dann schaut man sich an, wo man gutes Gefühl dabei hat, neben den quantitativen Kennzahlen und investiert dann ein bisschen. Und jetzt ist aber so, wenn man hier reinschaut, die besten Portfolios, dann haben wir hier Nummer 1, der mit Abstand führt mit seinem Portfolio, nämlich Roman85. Der hat in den letzten 2 Monaten, hat sich vor 2 Monaten angemeldet, 735% Wachstum erreicht mit seinem Portfolio. Und dann schaut man sich natürlich an, was hat er da drin. Und das Interessante ist, er hat nur ein einziges Kryptoprojekt hier drin, nämlich Casper. Und Casper ist sonst hier auf der Plattform auch noch nie aufgefallen. Und das ist das Interessante. Das heißt, wir können mit Moonradar einmal die Projekte hochspülen, die den Markt outperformen, relatives Wachstum. Dann legen wir Analysen drauf und die, die vielversprechend sind, da kann man investieren oder auch nicht. Und das andere ist, es können aber auch, ohne dass irgendwelche Zahlen andeuten, dass da was interessant sein könnte, haben wir ja trotzdem öffentlich alle Nutzer-Performance von allen Portfolios. Und das ist jetzt der zweite Weg, wie man hier interessante Coin-Projekte finden kann. So nämlich von Nutzer Roman85, Casper. Also, das nehme ich deshalb einmal als Beispielprojekt und wir machen gemeinsam hier eine Analyse, wie ich aktuell vorgehe und Krypto-Projekte bewerte. Und das machen wir jetzt Schritt für Schritt zusammen. Ich verlinke euch auch nochmal den Blogartikel, wer das lieber lesen möchte. Da sind alle Schritte auch nochmal zusammengefasst. Ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir aber direkt ins Tool und schauen uns hier einmal an, wie ich jetzt vorgehe aktuell. Das heißt, wir klicken auf Casper und sagen jetzt analysieren, Analyse erstellen. Oben die Zusammenfassung, das ist so wie ja, Fazit oder bei einem Aufsatz in der Schule, die Einleitung am besten zum Schluss schreiben. Das heißt, hier würde ich meine Erkenntnisse ganz am Ende reinmachen. Aber jetzt geht es erstmal los. Was ist das Casper-Projekt? Und mich interessieren da am Anfang die Metadaten, um ein Gefühl zu kriegen. Das heißt, Marktkapitalisierung. Wie groß ist das Projekt? Ist es irgendein Shit-Projekt? Super klein. Aber auch das ist eigentlich schon ausgeschlossen, weil wir auf Moonradar nur die Top 5000 Projekte von CoinMarketCap reinziehen. Und jetzt schauen wir uns hier einmal an die Marktkapitalisierung von Casper. Also was hier auffällt ist, Market Cap wird noch gar nicht angegeben, steht hier mit 0 Dollar. Wenn alle Coins, also alle Coins im Umlauf sind, wir sehen gleich, es ist ein Proof of Work Projekt, dann hätte es 86 Millionen Market Cap. Was CoinMarketCap nämlich beispielsweise angibt ist, wenn hier nichts steht bei Marktkapitalisierung, dann bringen sie eine kleine Erklärung. Und hier wird erklärt, es kann sein bei Projekten, dass hier noch nichts angegeben wird, wenn dieses Projekt es noch nicht verifiziert hat beim CoinMarket-Team. Das heißt, die lassen sich hier zeigen, Nachweise über diese Grundmarktkapitalisierung, bevor hier irgendwas angegeben wird. Das kann eben auch passieren, gerade bei so Projekten, die ganz früh noch sind. Also wenn wir uns die Entwicklung anschauen, es ging hier rasant die letzten Wochen. Also deshalb Market Cap haben wir hier noch keine Aussage drüber. Wir wissen nur, wenn alle Coins auf Markt sind, zur heutigen Bewertung von 0,3 Cent, dann wären es 80 Millionen.
Market Cap 80 Millionen. Also quantitativ Market Cap eigentlich immer so die erste Einordnung. Was wir hier nur an Informationen bisher haben, ist CoinMarketCap Rang 2988 und eine beeindruckende Preisentwicklung erstmal die letzten 2 Monate. Also, wir wollen jetzt aber hier systematisch vorgehen. Das heißt, wir gehen einfach von oben nach unten. Das sind die Bewertungskriterien oder Fragen, die es zu recherchieren gibt, wenn wir ein Projekt uns anschauen und hier eine Analyse erstellen. Das heißt, das kann man einfach chronologisch von oben nach unten abarbeiten, was wir jetzt zusammen machen werden. Also, hier erstmal Tech-Zuweisung. Das heißt, in was für einem Bereich sind wir da drin? Hier schlägt der Coming Soon Casper vor. Macht nicht viel Sinn. Da gehen wir gleich mal in den Lernmodus und sagen, coming soon bringt uns hier nicht viel als Tag. Also nehmen wir die raus und Casper ebenfalls. So, Tags haben wir wahrscheinlich gleich mehr Ideen, wenn wir uns näher mit dem Projekt beschäftigen. Also, Bewertungskriterium 1, Aktualität. Also, wie gepflegt ist Website, Twitter und so weiter? Ist das Projekt überhaupt noch aktiv? Und auch wieder praktisch, wir haben hier rechts alle Informationsquellen, die wir brauchen, verlinkt. Ich mache mir meistens ein zweites Fenster auf dem ich dann parallel zu meiner Moonradar-Analyse die Infos anschaue. Und wir haben hier gleich mal 2 Webseiten hinterlegt. Wenn wir auf die eine Website gehen, dann wird hier schon gesagt, yo, Casper.org ist unsere zukünftige, aber wir haben bisher noch eine alte Website. Schaut doch hier vorbei. Und das ist die hier, caspernet.org. Also, hier wird auch gleich schon mal erklärt, was ist denn das Projekt, aber wir schauen uns jetzt erst nur mal die Aktualität an. Meistens haben wir hier entweder ein Copyright auf der Website, sehen wir hier jetzt gerade nicht. Andere Quelle sind neueste Blogbeiträge oder Twitter-Tweets. Eine Aktualitätsquelle ist eben auch die Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel Discord. Das heißt, auf der Website Discord verlinkt. Gibt dann auch schon mal einen ersten Einblick. Also wir haben hier 1200 Mitglieder online, 6600 insgesamt. Treten wir mal bei, um uns hier mal einen kleinen Überblick zu verschaffen, wie aktuell ist denn das Ganze, was wird hier drin grob diskutiert. Ja, und hier sehen wir allein schon an den Daten, das scheint relativ aktuell zu sein, jetzt nicht super aktiv, aber es ist auch der Announcement-Channel, also hier von vor 4 Tagen, vor 5 Tagen werden Updates bekannt gegeben. In den anderen Channels, Getting Started, gestern, also es ist hier auf jeden Fall Aktualität aktiv drin, hier wird diskutiert, das heißt erst schon mal positiv und wir können uns gleichzeitig noch die Meldung zu den Discord-Membern gleich nochmal vermerken. Wir haben nämlich hier unten den Punkt Social Following. Das heißt, was wir schon rausgefunden haben, Discord 7000 Members. Da kommen nachher die anderen Plattformen dazu. Aber wir können hier schon mal festhalten, Discord-Server aktiv und aktuell. Ansonsten ist blogartikelmäßig hier aber nicht wirklich viel geboten. Also man sieht, das ist wirklich sehr entwicklungslastig und hier wird noch wenig Wert auf Marketing etc. gesetzt, was für mich aber kein schlechtes Zeichen ist. Also was hier verlinkt ist, sind Starting Guide Artikel. Die sind aber alle schon ein bisschen älter, was auch okay ist. Man muss das auch nicht aktualisieren, wenn sich da nichts Neues ergibt. Also Casper einmal Vorstellung hier von 2021. Wird das Projekt erklärt auf Medium und ansonsten auf der Website noch der Casper Overview. Wenn man hier drauf geht, geht es einfach direkt zu GitHub. Ansonsten wird hier noch ein Subreddit verlinkt. Da haben wir 300 Mitglieder drin. Erstmal wenig, allerdings hier auch wieder aktuell. Also vor 20 Stunden, vor 18 Stunden. Und die Leute diskutieren auf jeden Fall schon, wie kann ich Casper kaufen? TX-Bit-Börse, ist die seriös? Also wir halten fest, wenig Website-Blog-Artikel. Aber sie haben ja auch schon angekündigt, dass sie hier gerade am Redesign der Website sind. Reddit-Artikel aktuell. Und hier unten ergänzen wir gleich noch Reddit 300.
Aber ansonsten ist hier nicht wirklich viel geboten, weshalb ich für Aktualität das jetzt hier mal bei neutral lassen würde. Das ist für mich nicht positiv. Positiv wäre, wenn ich hier wirklich Roadmap-Artikel habe, ja, wo auch aktuell wirklich erklärt wird, was hier Neues passiert auf der Website. Das haben wir nicht. Vielleicht bessert sich das auch. Wir können Analysen ja auch immer aktualisieren, wenn Sie hier Ihre neue Website online haben. Nächster Punkt: Team mit echten Fotos, keine Stockfotos und LinkedIn-Profile des Teams vorhanden? Fragezeichen. Also, es geht darum, was für ein Team steckt hinter dem Projekt. Beim Team haben wir zwei Anlaufstellen, und zwar einmal die Website selber oder LinkedIn. Checken wir zuerst auf der Website selber. Hier gibt es oben kein Team-Kategorie, wird aber auch schnell erklärt, warum das so ist. Casper ist ein Community-Projekt, komplett Open Source, keine ja, zentrale Instanzen und auch kein Business Model dahinter. Also ähnlich zu Bitcoin mit anonymem Founder haben wir hier das in den gleichen Fall. Das heißt, wir werden hier kein Team finden. Punkt 2 als Anlaufstelle ist LinkedIn. Wenn wir uns hier LinkedIn anschauen, dann haben wir bei Casper ja, 4 Follower, haben keine Mitarbeiter, keine Teams hier drin verlinkt, haben bei Beiträgen hier aber was, und dieser Beitrag ist auch erst 2 Tage alt. Dann gibt es noch einen vor 5 Tagen, das war es aber auch. Also auch das scheint eher hier neu zu sein. Aber auf jeden Fall auch wieder so ein Fall, haben wir öfters, gerade auch bei dezentralen Projekten, dass wir kein Team hinterlegt haben. Kann man sich auch wieder fragen, positiv, negativ, neutral. In meinem Fall ist es jetzt neutral, weil wir einfach hier gar keine Firma, Company dahinter haben, sondern das ein, ja, ohne Businessmodell einfach ein Projekt wie Bitcoin ist, das nicht von einer zentralen Firma gemanagt wird. Und daher vermerken wir das so. Und meine Bewertung von diesem Punkt ist neutral und nicht negativ, weil ja, es plausibel ist. Dann schauen wir uns den nächsten Punkt an, und zwar da geht es um ja, Ruf, News-Erwähnung. Das heißt, bevor wir, oder so mache ich es, können andere anders machen, bevor ich mich überhaupt damit beschäftige, was macht das Projekt eigentlich, schaue ich mir erst so den Rahmen an, wie groß ist es, wird es erwähnt, und dann kommen wir später in die inhaltlichen Punkte, nämlich verständliche Idee, Elevator Pitch. Also nächster Punkt: News-Features auf seriösen Seiten. Und hier kann man entweder googeln oder man kann sich einen kleinen Trick machen. Und zwar im nächsten Punkt gibt es einen Backlink-Checker. Und das ist eine Website, die zeigt uns alle Webseiten, die auf diese Seite verlinken. Und wenn wir da was drin sehen, wie Forbes, Yahoo Finance und so weiter, haben wir da schon die Info direkt draußen. Wir haben das so eingebaut, oder der liebe Alex hat das so programmiert, dass ihr hier direkt rechts den Button Link-Analyse findet, wo dieses Tool, das kostenlos ist, von Ahrefs gleich verlinkt wird mit dem aktuellen Projekt. Das heißt, ein Klick drauf und wir sehen jetzt alle verweisenden Seiten, die auf Caspar verweisen. Jetzt sehen wir, dass auf die Website caspernet.org aktuell 300 andere Websites verlinken. Sie hat ein Domain-Rating von 24. Da braucht man einfach ein bisschen Erfahrung dafür. Aber wenn man mal ein paar Projekte angeschaut hat, dann sieht man, das ist doch sehr wenig. Das heißt, hier ist noch wenig Trust da. Wenn man jetzt hier links durchgeht, wer verlinkt denn auf die Seite, dann sehen wir es immer an der grünen Haupt-URL. Und hier würde dann sowas auftauchen: Yahoo Finance, Business Insider und so weiter. Wenn man da durchgeht, sieht man nicht wirklich trustworthy Seiten. Das heißt, da ist noch kein großer Trust da. Man sieht TXBit, das heißt eine Börse, bei der Casper gelistet ist, und ein paar Crypto-Talk-Seiten, aber jetzt nichts, was ich als ja, sehr autoritär relevant betrachten würde. Deshalb beurteile ich den Punkt als negativ, würde aber hinschreiben, noch keine relevanten News-Features oder Trust-Quellen vorhanden. Genau. Und wir schauen uns den nächsten Punkt an. Das ist ähnlich, haben wir gerade gemacht mit unserem Link-Tool, relevante Backlinks. Auch hier gleicher Punkt, sind noch nicht vorhanden. Also außer Börsenlinks ist hier noch nichts Interessantes dabei. Dann kommen wir jetzt zum wichtigen Punkt inhaltlich: verständliche Idee, Elevator Pitch. Also angenommen, ihr seid im Fahrstuhl und habt
eine halbe Minute Zeit, euer Projekt zu pitchen. Was oder würdet ihr es hinkriegen, dieses Projekt zu erklären? Und hierfür ganz nett gemacht, auf der Website, wenn auch nicht viel Inhalt da ist, haben wir hier den Punkt, okay, aber was ist Caspar? Kann ich das verstehen, auch ohne das lange White Paper lesen zu müssen? Und dann wird ein Post verlinkt und das ist dieser hier. Wer hier in dem Englischen nicht so ganz firm ist, kann auch einfach rechte Maustaste und die Übersetzung aktivieren machen. Und dann kriegen wir schon relativ schnell einen ersten Überblick und können nachher auch für unsere Analyse hier Teile rausnehmen. Während man sich dann durch einige Artikel hier gräbt, kommt es auch oft vor, dass wir einfach nachträglich noch mehr Infos finden, wie zum Beispiel hier gerade. Und zwar ein Artikel zu Caspar, wo auch noch beschrieben wird, dass unter anderem Dr. Jonathan Sompolinski, der unter anderem in Harvard war, hier einer der Forscher hinter dem Ghost-Protokoll war, die jetzt Caspar gegründet haben. Das heißt, das bringt uns dann zu dem LinkedIn-Profil von ihm und können wir gleich noch aufnehmen in die Teamzeile. Weiter stößt man auf die DAG Labs, die hier als Fundraiser oder Finanziers auftreten von dem Core-Entwicklungsteam von Caspar. Weil Caspar auf dem DAG-Konsensusprotokoll beruht, das unter anderem von angesprochenem Jonathan und seinem Advisor Professor Aviv Zohar von der Hebrew University ist. Also insgesamt ist Caspar eine Implementierung von dem sogenannten Ghost DAG, deshalb auch DAG-Protokoll, was erstellt wurde, entwickelt wurde von Jonathan und Aviv, wie wir vorhin schon gesehen haben, in 2016. Und das ganze Ghost DAG wiederum ist eine skalierbare Verallgemeinerung des Nakamoto-Konsensus. Und Ghost DAG möchte die Lösung dafür sein, um diese schwer zu skalierenden Systeme wie also Proof of Work Blockchains, was jeder Nakamoto-Konsensusmechanismus darstellt, um dieses Skalierungsproblem zu lösen. Und Ziel hier Bitcoin und ETH als Layer 1 Framework abzulösen. Das Problem, das gelöst werden soll, hat mit der Sicherheit zu tun von jedem Proof of Work Network. Und zwar, wenn die Rate erhöht werden soll, also was ich generell meinen Durchsatz von meinem Blockchain-Projekt erhöhen möchte, kann ich entweder die Blockrate erhöhen oder die Blockgröße. Aber beides geht einher mit einer Abnahme der Sicherheit im ganzen Netzwerk. Und DAG versuchen das Ganze jetzt besser zu machen, indem sie, da kommen die Unizeiten wieder hoch, direktionale azyklische Graphen verwenden. Das heißt, nicht wie bei der klassischen Blockchain, ich habe einfach Blöcke hintereinander geschalten, verwenden die hier direktionale, das heißt Block A auf Block B, aber wir haben keinen Zirkel aus drei Blöcken zum Beispiel. Kurzum, es möchte Bitcoin sein, aber bei gleicher Sicherheit mehr Transaktionen pro Sekunde ermöglichen. Und aktuell sind sie bei 200 Transaktionen pro Sekunde und damit wahrscheinlich eines der bestperformendsten Blockchains, die den Nakamoto-Konsensusmechanismus umsetzen. Das Team dahinter auch sehr beeindruckend und die waren sogar im Ethereum White Paper erwähnt. Wir können also hier gleich mal ein paar Tags ergänzen. Proof of Work. Nakamoto-Konsensus. Skalierung. DAG. Und Ghost Protocol. Nachdem der Elevator Pitch eingetragen ist, das heißt Ziel von Caspar ist die Implementierung von dem Ghost Protocol, sodass die Blockchain, die auf Proof of Work basiert, performanter ist als Bitcoin bei gleicher Sicherheit. Aktuell stehen sie bei 10 Blöcken pro Sekunde,
bei einem Block pro Sekunde, was 200 Transaktionen pro Sekunde entspricht, Ziel 10 Blöcke pro Sekunde. Das heißt, daher eine der schnellsten Blockchains mit Nakamoto Consensus. Das Proof of Concept als nächster Punkt, das heißt, es gibt schon Anwendungen auf dem Markt. Hier in dem Fall haben wir nur ein Testnet online, das heißt, für mich erstmal ja, neutral negativ. Wir haben noch keine wirkliche reale Anwendung, außer ja, ein paar Freaks, die begeistert sind vom Projekt. Relevante Backlinks hatten wir durch und Social Following kann man noch ergänzen um Twitter, auch das haben wir hier verlinkt und wir können uns in diesem Zug immer auch die Twitter-Entwicklung anschauen. Hier sind wir jetzt gerade wirklich noch sehr, sehr under the radar Projekt, 150 Twitter-Follower. Also die Hauptgemeinschaft ist hier auf Discord, insgesamt aber unter 20.000 Following. Das heißt, kann man diesen Aspekt würde ich als negativ sehen, weil einfach noch Community sehr klein. Hauptsächlich aktuell Wissenschaftler und Leute, die schon meinen und im Testnet aktiv sind. Nächstes Kriterium, wo ist der Coin schon gelistet? Und hier, wie zu erwarten, noch nicht auf großen Exchanges. Wenn man auf der Website selber schaut, man kann aktuell Casper kaufen auf TXBit, Exbitron oder via Discord-Server. Also das auf jeden Fall noch kein positiver Punkt. Zum Thema Roadmap, nächster Punkt, zwei negative Aspekte hier beim Projekt. Der Gründer Jonathan schreibt in einem Artikel auf Medium selbst, sie machen das Projekt eigentlich nur Teilzeit neben seinem Postdoc. Das heißt, er und einige Entwickler machen es nebenbei. Und bezüglich Roadmap, there is no official roadmap and there's no organized development. Ihr könnt jetzt aufschreiben, was das Ziel ist, nämlich 10 Blocks pro Sekunde und so weiter. Ja, klingt für mich jetzt auch nicht so super strukturiert oder überzeugend. Deshalb, machen wir das hier negativ. Keine Roadmap vorhanden, keine organisierte Entwicklung laut Gründer. Zweitletzter Punkt, sind andere Venture Capitals eingestiegen ins Projekt? Hier auch wieder ein cooler Link, der rechts in der Seitenleiste steht, Cypher Hunter. Und das listet euch auf einen Klick auf, ob Investoren hier bekannt sind, die im Projekt drin sind. In diesem Fall Lea, es wird hier nur eine Megan Casper gezeigt, die nichts mit dem Projekt zu tun hat. Also normalerweise könnten dann hier spannende Investoren stehen. In dem Fall nichts dergleichen, aber ist auch klar, wir wissen ja, gibt keine Investoren. Das heißt, keine Investoren vorhanden. Negativ ist jetzt kein Trust-Gewinn. Firmensitz, ist keine Firma, Community-Projekt. Und das Entwicklerteam sitzt in Israel. Es lohnt sich auch immer noch einen Blick auf YouTube. Oftmals haben wir sehr, sehr gute Videos, je nach Projekt. Und wer ein gutes Video gefunden hat, das hier war ganz nett. Der unteren anderem auch quasi hier nochmal erklärt, wie ein Live-View von der Blockchain, von den Transaktionen aktuell hier dargestellt wird. Dann kann man das Video hier oben auch noch verlinken für die anderen, die Analyse durchlesen. Wichtig hierfür unten auf Teilen und diesen kurzen Link verwenden. Und dann fügen wir es oben ein und dann hat das Ganze hier noch ein Video mit drin. Und dann geht es auch schon ans Fazit. Und mein Fazit, coole Idee oder erstmal krasses Team mit Doktor, der genau über das quasi promoviert hat und hier Ghost Protocol entwickelt hat, Erwähnung im Ethereum White Paper findet, aber nachteilig noch keine Listung auf größeren Börsen und vor allem, es wird so als Nebenbei-Projekt betrieben von ihm und ein paar Entwicklern.
Also, ja, wer Lust hat, hier ein bisschen Spielgeld rein, für mich aber ehrlich gesagt kein Investment aktuell, weil mir das Ganze zu mehr nach Hobbyprojekt klingt, ohne dass da Drive dahinter ist. Ich werde es aber weiterhin beobachten, auf der Watchlist haben und das werde ich jetzt so im Fazit vermerken und dann hier oben meine Zusammenfassung noch ergänzen und dann können wir es mit Punktebewertung auch veröffentlichen. Für mich keine 5 Punkte, das wäre solides Projekt mit Potenzial. Für solide bräuchte es die Roadmap und Fulltime-Entwickler. Deshalb für mich 4 Punkte, Analyse und Punkte speichern. Und damit ist unsere Analyse beendet. Wenn wir aufs Dashboard gehen, erscheint die Analyse auch gleich schon hier ganz oben bei Analysen, Kasper-Analyse. Und ja, jetzt hat jeder die Möglichkeit, hier zu kommentieren. Ich werde auch unseren Roman 85 verlinken, @Roman85, falls du etwas zu ergänzen hast, kommentiere gerne. So, und dann war es es auch. Das ein kleines Beispiel, wie ich aktuell Altcoin-Projekte mir anschaue und hier in Monaradar eintrage. Falls du mitmachen möchtest, melde dich gerne kostenlos an bei Monoradar. Und ja, werde Teil von der Community. Wir haben dann immer mehr Analysen und sparen uns so einfach Research-Arbeit, weil wir schon auf dem Werk von anderen aufbauen können. Und das war's. Bisschen längeres Video geworden, aber so ist die Analyse. Und ich habe schon öfters hier auf Pause gedrückt bei der Aufnahme, um die ganzen Papers auch ein bisschen mehr zu verstehen. Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe vielleicht 30% so wirklich verstanden. Aber ja, so kann man sich rannähern an die Quintessenz von dem Projekt. Und damit danke für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Kryptowährung bewerten.